Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Tame. Und hallo zum neuen Video und heute habe ich Pop-Its dabei, diese Fidget Toys oder wie die heißen, noch original verpackt. Können meine Pferde damit was anfangen? Wir werden das jetzt mal testen. Die zwei Experten sind hier auf jeden Fall schon mal maximal interessiert. Choose your character. Escada frisst so gut wie alles. Ubien ditcht alles mit seiner Nase an. Wunschtraum ist neugierig und versucht es sonst mit ihrem Huf. Rubinesca hat wenig Fressinteresse, jetzt aber gerade schon, aber ist für Überraschungen immer gut. Jenny hat viel Lebenserfahrung und ist richtig weise und schüttelt jetzt gerade den Kopf. Glücksbärchen ist empfohlen und an allem interessiert. Herzblatt. Wenn man sie überzeugt hat, ist sie dabei. Sterntaler. Nicht umsonst hat sie einen so dicken Bauch. Porzellinchen. Für ein Leckerli macht sie alles. Keramik wird liebevoll das Krokodil genannt. Na gut. Tada. Also man kann das rein und rausdrücken. Welches Pferd drückt da mehr rein und raus? Ich schaue, dass ich alles auf den Gleichstand bringe hier. Schreib mir schon mal deine Vermutung in die Kommentare. Rubien und Wunschtraum, nicht jetzt schon mal hier schummeln und sehen, wie es geht. So, das ist hier schon mal ready. Auf los geht's los, das Haflinger-Duell. Ja, Wunschtraum macht schon mal richtig. Was passiert hier? Ja, Träumchen, hast du schon welche umgeklipselt? Hm? Ja? Rubien auch? Magst du auch ein paar reinnehmen? Und nimm du mal den großen, Rubien. Nein? Wunschtraum ist voll dabei. Wunschtraum, du bist einfach die Puppet-Königin. Ich kann jetzt mal den aktuellen Stand zeigen, wie viele Wunschtraum jetzt hier schon gepoppt hat. Und zwar keines. Wunschtraum, du hast jetzt hier noch eine Chance. Los geht's. So. Du hast sie schmutzig gemacht, aber nicht gepoppt. Los, jetzt da poppen. Da, hier. Ja. Die zwei sind solche Chaoten. So, Ruby, du bist meine Geheimwaffe. Ruby, wird das was? Bitte, Bubi. Da kommt's. Kommt. Da spielt's ein. Los geht's! Bis jetzt der maximale Fail. Yay! Das wird doch was, kommt jetzt. Ja, Träumchen, gib alles. Du hast schon so gut begonnen. Sie hat sie am Anfang schon so richtig gut im Maul gehabt. Da, los geht's, einmal poppen. Da, poppen. Kein einziges ist hier umgepoppt. Kein einziges. Okay, wir müssen jetzt Mission Escada. Los geht's. Wir versuchen es nochmal. Bubi? Sie denken sich nur so, was willst du denn mit dem Blödsinn? Ah, die Kamera ist viel interessanter. Bubi, Bubi, ich habe da deine Lieblingsstelle entdeckt. Liebt es da, an den Ohren gekrault zu werden. So, was wird das da jetzt? Nix oder nix? Nix. Ich dachte, ich kann es da der Escada so runterschmuggeln, während sie Träumchen hier so ein bisschen anknabbert, aber leider fail. Oh, ja, ja, Achtung, Achtung, es könnte gleich soweit sein. Es könnte gleich soweit sein. Achtung, es könnte gleich soweit sein. Doch nicht. Na gut, also mit den Pferden ist da nichts, somit schauen wir mal, was die Ponys so machen, die Minis. Einmal ploppen, schau. Sie ist maximal interessiert, aber hat keinen Plan, was sie machen soll. Patilin! Ja?
Ja? Nein. Hast du daran Interesse? Das Krokodil kommt auch? Ja? 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 Hey, Glücksbärchen! Schau dir das an! Hast du das gesehen? Keramik hat zumindest schon mal im Maul gehabt. Ja? Ja, brav! Und jetzt ploppen! Ploppen, Monsieur! Ploppen? Hat's geploppt? Nein. So, ich mach's einmal. So, für dich auch. Hier, ploppen. Ja, brav. Ja, fein. Jetzt ploppen. Fast. Wir sind fast vom Ziel hier. Ja, ja. Ja, du, ja, sehr gut. Ja, mit dem Huf. Los geht's hier. Ja. Oha. Oha. Oha, Leute. Eine neue Taktik. Sie hat schon welche geploppt. Leute. Oh nein, das ist wieder zurückgeploppt. Ja, Sterntaler. Go, go, go. Schaut euch das an! Richtig gut! Es ist nur leider keins geploppt, aber es war vorher ein dunkelblaues geploppt. Ich hab's gesehen. So, kommen wir nochmal. Machen Sie es jetzt mal auf extra nah. Ich lege das jetzt hierher. Nein, mit dem Fuß hier. Da. Los. Ja. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Eins kriegen wir hin. Ja, fast. Oh, sie schlägt drauf. Vielleicht bringt das jetzt was. Und sie macht es mega spannend, weil sie mega lange drauf steht. Okay. So, Sterntaler, magst du dich mal bewegen oder bleiben wir jetzt da stehen? Achtung, hier, Statuenmodus. Jetzt so einen Schritt weggehen, vielleicht hast du jetzt was geploppt. Schau mal. Und, hat sie was geploppt? Nein. Aber ich sag's dir, es war eins von diesen dunkelblauen, hat sie vorher noch weggeploppt gehabt. Ich glaube, das ist die beste Methode. Somit Siegerin Sterntaler. Hättest du dir das gedacht? Übrigens, ich verlinke dir da jetzt noch gleich zwei weitere Videos. Hast du noch 5 Sekunden Zeit, da gleich weiter zu klicken. Zuerst noch schnell kostenlos meinen Kanal hier abonnieren. Und dann 5 Sekunden, jetzt gleich weiterklicken. Eins von den zwei Videos. In 5, 4, 3, jetzt gleich weiterklicken. 2, 1, los geht's!